die Sinnesverben im Englischen. Normalerweise werden Verben mit einem Adverb verwendet, zum Beispiel she drives well. Das trifft aber nicht auf die Sinnesverben zu, wenn ich sagen möchte, wie sich etwas anfühlt, wie sich etwas anhört oder wie etwas schmeckt. Diese Verben werden mit einem Adjektiv verwendet. Sehen wir uns ein paar Beispiele an. Zum Beispiel, the soup smells good. Oder, wenn ich über den Geschmack rede, the chocolate tastes delicious. Auch wenn ich über das Aussehen spreche. Zum Beispiel, the book looks interesting. Auch hier wird ein Adjektiv verwendet. Und auch wenn ich etwas anhöre, zum Beispiel, the music sounds great. Und das letzte Beispiel, wie sich etwas anfühlt, the silk feels soft.